Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem Video. Hier begrüße ich euch heute mit einem Halloween-Gesicht, passend dazu, weil es ja auch wieder Halloween. Und ich begrüße euch hiermit zum 100-Abo-Special. Ich hätte es gar nicht für möglich gehalten, also ich hätte es nicht gedacht, dass wir nochmal die 100 Abonnenten knacken, Leute. Aber es ist einfach passiert und ich habe mich richtig gefreut wie so ein Kind. Ein Kumpel hat mir halt geschrieben, ja, guck mal auf deinen Kanal, da sind jetzt die 100 Abonnenten erreicht, bring doch mal ein Special, nicht so was. Und das ist jetzt schon wieder so eine Woche her oder so, aber ich musste das erstmal so ein bisschen einsinken lassen und überlegen, was mache ich denn jetzt eigentlich? Da man wenn Corona jetzt nicht groß irgendwas machen kann, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Event-Location oder sowas, dachte ich mir, es wäre doch mal witzig, wieder in die alten Zeiten zurückzugehen, als ich gerade erst mit YouTube angefangen habe. Und für alle Veteranen hier, ihr wisst, das war vor 5 Jahren, am 31.10.2015, das weiß ich noch genau, das war komplett im Dunkeln, das habe ich in meinem Zimmer gefilmt und ich hatte gar keinen Plan. So, ich hatte nur die Idee gehabt, okay, ich mache irgendwas über Halloween, passend zum 31.10. Und ich dachte mir heute einfach mal, ich reagiere auf dieses Video von früher, erzähle euch was dazu, denn ich bin mir sicher, einige von euch haben es tatsächlich noch nie gesehen. Und ja, ich mache am Ende nochmal eine Ankündigung für was weiteres, denn das hier wird nicht das Einzige sein, weil ich für die 100 Abonnenten Mann werde. Aber bleibt dafür bis zum Ende dran, damit ihr erfahrt, was genau ich jetzt dann noch für die 100 Abonnenten bringe. Und ich werde jetzt auf mein allererstes Video reagieren, auf mein uraltes Video von früher. Und ich hoffe, euch gefällt das Video. Lehnt euch zurück und genießt die Show. Mal sehen, wie das Ganze jetzt wird. Oh Mann, ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt. Ja, hallo Leute, bin heute wieder für euch da mit krassen Fakten über Halloween. Mhm. Es geht heute grundsätzlich um, wo Halloween herkommt. Ich muss kurz dazu sagen, ich hatte damals gar keinen Plan. Ich hatte weder ein Skript noch hatte ich irgendwas anderes gehabt. Also habe ich die ganze Zeit gesagt, nur so vorweg, ja. Was der größte Kürbis jemals war und lass dich einfach überraschen. Halloween, ich liebe Halloween, denn ich liebe Süßigkeiten über alles. Und ja, komm, hier haben wir diese leckere Portion Süßigkeiten. Ach du Scheiße, ja. Ich weiß nicht mehr, warum ich das alles so gesagt habe. Keine Ahnung. Die Süßigkeiten konnte man nicht mal sehen, man hat aber den Rollladen im Hintergrund gesehen. Frag mich einfach nicht. Ich essen werde. Und dann fangen wir doch gleich mal mit dem ersten Fakt an. Wusstet ihr, dass in Deutschland, allein in Deutschland, es gibt ja Halloween auf der ganzen Welt meistens, ach, wirklich? Aber in Deutschland werden jedes Jahr nur für Halloween 55.000 Tonnen Kürbisse gezüchtet und geerntet für Halloween. For real? Da ist schon mal ein Kürbis. Das heißt, wir haben jetzt nur noch 54.999.000. Ja. Ja. Digga, ich hatte gar keinen Plan, wovon ich eigentlich rede. Die Rechnung ist natürlich nicht aufgegangen. Also Leute, falls ihr euch wundert, wir haben danach nur noch 54.999.000. Sehr interessant auf jeden Fall. Ich habe 1.000 zu viel. Ah, shit. Egal. Ja, okay. Nicht mal rausgeschnitten oder nochmal neu gemacht. Gut, Nummer 2 der Fakten ist, als Halloween... Ach du Scheiße, ey. Ich hatte wirklich gar keinen Plan, wovon ich eigentlich rede. Ich hätte das Video einfach nochmal neu starten müssen. Erste Videos halt. 1991 in Deutschland eingeführt wurde, herrschte im Irak bereits Krieg oder noch Krieg. Das ist natürlich jetzt, das hat keine gewisse Verbundenheit, aber... Ja, 1991 wurde Halloween in Deutschland eingeführt. Das ist eigentlich gar nicht mal so lange her. Lass mal kurz rechnen, das sind 24 Jahre gerade mal. Meine Cousine ist älter als Halloween in Deutschland, also... Grüße gehen raus an meine Familie an dieser Stelle. Es tut mir leid, dass ich das damals gesagt habe, ey. Ich wollte überhaupt nicht sagen. Leute, ich bereue es jetzt schon irgendwie. Meine eine Cousine. Übrigens, wenn sie das gerade sieht, liebe Grüße, Dina, an ja, dich. Ja, liebe Grüße. So, und an alle YouTuber da draußen. An euch auch gut, natürlich auch. Mhm. Dass ihr dieses Video gerade anguckt. Und da kommen wir auch schon zum dritten Fakt. Yeah.
Wisst ihr, der dritte Fakt ist, dass die Leute in Deutschland, also alle Leute in Deutschland, geben für Halloween-Produkte 220 Millionen Euro aus. Oh mein Gott, das ist so ein Cringe. Wir sind nicht mal bei der Hälfte von dem Video. Oh mein Gott, wieso tue ich mir das an? Ich tue es mir für euch an, Leute. Ihr habt auf Abonnieren gedrückt und jetzt muss ich mir das antun. Warum tue ich mir das an, Leute? Warum gucke ich mir dieses Video an? Das ist schon eine Menge, ja, dieser Betrag. Für Halloween-Produkte, für Süßigkeiten, aber auch für eine Sense, für einen Kürbis, man kann nicht für Kostüme sehen. Und für alles andere. Das ist schon Wahnsinn, dieser Betrag. Damit könnte man schon ziemlich viel machen. Man könnte damit Villen bauen mit riesigen Swimmingpools, mit dem Ozean als Swimmingpool. Das könnte. Ja, der Ozean als Swimmingpool, alles klar, Digga. Ja, klar, also das kostet bestimmt nicht so viel. Man alles damit machen, aber ja, das fließt alles in die Halloween-Industrie. Naja, ja. Hauptsache. True. Süßigkeiten, Kürbisse, Sense, Kostüm. So. Jetzt kommen wir zum Fakt. An der Stelle mal kurze Story. Diese Sense, die man das zwar nicht gesehen hat, aber ich erinnere mich noch gut daran, das war derselbe Tag, wo ich mal nach Heftrich zu meinem Kumpel gelaufen bin. Da bin ich 23 Kilometer an Halloween durch den Wald gelaufen. Das war der exakt selbe Tag, wo ich dieses Video hier gedreht habe. Das war danach. Nur kurz eine Story dazu, weil mir das gerade wieder eingefallen ist, falls irgendwen interessiert. Nummer 4. Und, Nummer 1. Nicht Nummer 2. Der vierte Fakt hat mich schon ein wenig schockiert. Also, Leute. Ich hätte das ehrlich nie erwartet. Jetzt geht's los. Ich spreche gerade so, als wäre jetzt irgendwie die Welt untergegangen und so. Ich hätte nie erwartet, dass es so weit kommt, Leute. Aber ich muss zugeben, der Fakt Nummer 4 ist, dass der größte Kürbis, der jemals gezüchtet wurde, fast eine Tonne gewogen hat. Und genau 8... Okay, hätte ich das jetzt nicht so überspitzt gemacht, dann wäre das Ganze wahrscheinlich ein bisschen seriöser rübergekommen. Aber ja, eine Tonne, alles klar. Ja, es gibt ja diese riesen Kürbiszüchter. Grüße ihn raus, auch an Mr. Bean. Wer erinnert sich nicht noch an diese Mr. Bean-Folge? 121.000... Nee, Eier für 821.000, ja, das wäre schon ein riesiger Kürbis. 821,24 Kilogramm hat er gewogen. Also fast so viel wie ein Smart. Und das hat mich schon irgendwie überrascht, Alter, ja. Die gab's schon damals. Stell dich mal vor, wie lange es dauert, das Ding auszuhöhlen. Das muss doch Wahnsinn sein. Also das ist auf jeden Fall schon mal der größte Kürbis. 824,21. Oh mein Gott, okay. Gramm. Die Fehler überschlagen sich, wie ein Newstime es sagen würde. Oh mein Gott, Alter. Ach du Scheiße. Leute, das gibt es doch nicht. Doch, das gibt's. Bin ich wie Standard-Skill oder warum sage ich jetzt, das gibt es doch nicht? Fakt, wo dieses Video endet. Findest du das schlimm? Na, er findet es schlimm, er guckt nur immer gerne böse. Das macht der kleine Kerl so. Ja, also Halloween kommt ursprünglich, Trommelwirbel, aus Irland. Und das habe ich auch nicht gewusst. Nicht erwartet. Ich hätte jetzt gedacht, es kommt irgendwo aus Kalifornien oder irgendwo aus Amerika, aber ja, nee, Irland hat da schon ein bisschen da reingegriffen. Damals wurde schon vor 2000 Jahren, vor 2000 Jahren von Leute, bitte guckt euch dieses Video nicht an. Wieso reagiere ich da drauf, Alter? Ich hatte damals keinen Plan, was ich sagen soll und ich war sehr aufgeregt und wir reagieren gleich nochmal auf ein DDVTV-Video, nur damit ihr alle diese Kultreihe von meinem Kanal alle so ein bisschen mitbekommt. In Kalten gefeiert. Nee, von den Kelten genauer gesagt. Von den Kelten gefeiert und das war halt der fünfte Fakt, damit leider auch der letzte Fakt. Und oh nein, wie schade. Ich melde mich dann später oder bald mal wieder mit noch mehr Fakten über andere Sachen. Daher, ich habe leider noch keine Ideen, deswegen könnt ihr mir einfach in die Kommentare unten, hier unten, da, irgendwo. Ja, okay. Also, das erste Video war
tatsächlich ziemlich cringe, aber ich glaube, erste Videos sind einfach immer cringe. Hier ist übrigens meine Liste von allen alten Videos, die ich gemacht habe. Und, oh mein Gott, ich will eigentlich gar nicht auf irgendwas hiervon reagieren. Okay, wir reagieren auf in die Wildnis, weil das tatsächlich sehr beliebt war, also reagieren wir jetzt auch mal darauf, würde ich sagen. Alte Erinnerungen kommen wieder hoch, alte Erinnerungen kommen wieder hoch. DD44, Junge. Kuss geht raus an alle, die das damals geguckt haben. Ich muss kurz die Dings hoch. Öko-Studio, das ist jetzt total im Trend. Nur so als Vorgeschichte, DDVTV war für mich quasi wie eine Parodie von einem Fernsehsender, bei dem quasi alles schief geht. Es hat immer Spaß gemacht, die Videos zu drehen. Aber ich bin mir gar nicht sicher, wie das jetzt wird. Wir gucken einfach mal. Das kostet auch nicht. Ich meine natürlich, das kostet ein großes Vermögen, weil DDV auch so viel Geld hat. Und Ja, wir waren auf immer jeden Fall, pleite, ich immer. werde jetzt wie immer die Nachrichten verrichten und es wird wahrscheinlich wieder nicht funktionieren. Auf jeden Fall. Ja, das Ding bei DDVTV war, ich habe immer versucht, mein Programm durchzuziehen. Es hat nie funktioniert, weil immer irgendwas Dummes passiert ist. Das Konzept dann in sich fand ich richtig geil und viele haben es halt auch gefeiert. Deswegen auf jeden Fall ein Like, wenn DDVTV zurückkommen soll. Angela Merkel hat es gestern im Bundestag gemeckert. Ah, oh, elender Vogel. Okay, Oh meine ja, Damen und Herren, ja, die ich bin gleich Vogelscheiße, wieder ja. da. Ich muss nur Oh mein ganz kurz Gott. eine kleine Angelegenheit zwischen mir und der Natur ausharren, aber das ist ja schlimm. Das Problem bei DDVTV war, es hätte noch geiler werden können, wenn ich mal ein Skript gehabt hätte. Ich hatte ein paar Ideen, die ich immer so rumgeschmissen habe und dann haben wir die irgendwie so vereint, aber was ich sagen sollte, da hatte ich nie so wirklich einen Plan mit gehabt. Werbepause. Oh, richtig. EDV kann sich das ja kaum deswegen leisten. Gehen Sie zu WV, da gibt es die besten Angebote und die besten Autos. WV, Tut mir Auto leid das. dafür. Auf jeden Fall. Ich kann mir das nicht geben, Digga. Ich kann es mir nicht. Ich kann es mir nicht geben, Leute. Es ist. Ich kann es mir einfach nicht geben, Leute. Wir müssen das gemeinsam durchstehen. Wir müssen das gemeinsam durchstehen. Meine alten Videos sind nun mal einfach ein bisschen cringe. Okay, da ist der nächste. Okay, Vogel, willst du, dass deine Familie leidet? Oder Ja. etwa nicht? Ach du Scheiße. Oh nein! Was war das für ein Scheiß? Junge, was habe ich denn damals für Videos gemacht? Oh mein Gott, ey. Ich werde mir immer unsicher, ob ich das hier wirklich auf YouTube uploaden will. Oh mein Gott, was war das denn für ein Scheiß, ey? Die Videos waren extrem cringe, aber Leute, damals war einfach alles noch ein bisschen anders und damals war alles einfach noch ein bisschen weniger ernst, sag ich mal. Man muss das Leben manchmal einfach ein bisschen weniger ernst nehmen, auch wenn es manchmal dazu einem richtigen Cringe-Fest kommt. Unsere Kamerafrau ist. Okay. Unsere Kamerafrau ist leider gestorben. Auf jeden Fall. Ja, Oh das war mein mal wieder Gott. DDV TV. Wir haben hier eine neue Assistentin für die Kamerafrau, die eben getroffen wurde. Was soll ich machen? Was soll ich denn genau machen? Du hast da irgendwas auf dem Hut. Darüber möchte ich nicht sprechen. Auf jeden Fall, meine Damen und Herren, das war mal wieder DDV. Werbepause? Schon wieder? Ja. Ja, klar. Das gibt's doch nicht. Gehen Sie zu Gempel und Brockter. Okay, Ja, Gamble und Brock, da, ich hatte, wie gesagt, einfach manchmal gar keinen Plan, was ich sagen sollte. Und diese Werbepause in Anführungszeichen war gar nicht geplant. Deswegen war ich so ein bisschen aus der Sache. Okay, Leute, ich habe es durchgestanden für euch. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei dem Video gehabt. Ich auf jeden Fall hatte für meinen Teil keinen Spaß. Es war so ein Cringe. Aber für euch mache ich doch alles, Leute. Und jetzt nochmal kommt die Ankündigung für alle, die dieses Video durchgestanden haben. Und zwar werde ich eine Woche vor Halloween, das war so zumindest mein Plan, werde ich jeden Tag eine Horrorgeschichte bringen. Also ihr kennt ja meine Creepy Story-Reihe.
Und ich werde dann wie ein Marathon machen zum Auftakt für Halloween. Wenn ihr darauf Bock habt, dann lasst doch mal gerne ein Like da. Und wenn die Serie oder diese Reihe eben genug Likes und Aufrufe bekommt, und ich merke, dass euch sowas interessiert, werde ich sowas für Silvester und Weihnachten wahrscheinlich auch machen. Gut, Leute, ich hoffe, dieses vorab 100 Abonnenten Special hat euch gefallen. Wie gesagt, es kommt auf jeden Fall noch mehr. Eine Creepy Story-Reihe zum Auftakt für Halloween kommt dann natürlich in ein paar Monaten. Und bis dahin, Leute, ich hoffe, dieses Video hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr solche Reaction-Videos auch häufiger sehen wollt, dann sagt mir doch bitte mal Bescheid. Ich mache es, wie gesagt, mit meinem Aufnahmeprogramm hier vorne.